Moin! Heute wollen wir euch ein wenig über Demokratie bzw. die Wahl erzählen. Das ist Tina. Tina geht in die dritte Klasse. Ihre Klassenlehrerin, Frau Müller, hat angekündigt, dass heute die neuen Klassensprecher gewählt werden. Aber wie funktioniert diese Wahl eigentlich? Fragt sich Tina. Die Wahl funktioniert nach einem demokratischen Prinzip. Das demokratische Prinzip geht auf den Begriff Demokratie zurück. Demokratie bedeutet, alle Menschen sind frei und haben die gleichen Rechte, egal welcher Religion oder welchem Geschlecht sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben. Jeder Mensch hat eine Meinungsfreiheit und eine Religionsfreiheit. Außerdem gibt es die sogenannte Pressefreiheit. Dies bedeutet, dass die Presse in Deutschland über das berichten darf, was sie möchte. Es gibt freie Wahlen, an denen jeder Erwachsene teilnehmen darf und von denen manche als geheime Wahl durchgeführt werden. Falls du dies noch nicht verstanden hast, kein Problem, dazu kommen wir später noch einmal. Die gewählten Personen, auch Abgeordnete genannt, sind eine gewisse Zeit an der Macht. Sowas nennt man eine Wahlperiode. Die Abgeordneten bestimmen zum Beispiel neue Gesetze. Aber auch für sie gibt es Regeln und sie dürfen nicht alles machen, was sie wollen. Vor jeder Wahl geben die Abgeordneten Wahlversprechen ab, an die sie sich halten sollten. Wie du nun gelernt hast, findest du einige Aspekte bei der Klassensprecherwahl wieder. Diese sind zum Beispiel Wahlperiode, geheime Wahl und Wahlversprechen. Die Wahlperiode bezeichnet die Zeit, in der die Abgeordneten Gesetze bestimmen dürfen. Diese Zeit ist unterschiedlich lang. Bei euren Klassensprechern beträgt sie zum Beispiel ein Schuljahr. Nach diesem Schuljahr werden wieder andere Schüler gewählt, die sich um die Interesse der Klasse kümmern oder Probleme mit den Lehrern besprechen. Die geheime Wahl schützt euch in der Klasse und die Menschen, welche die Abgeordneten wählen, davor, dass jemand mitbekommt, welche Person sie wählen. Somit bleibt es ein Geheimnis, welche Person du gewählt hast. Ein Wahlversprechen ist ein Versprechen, welches die Abgeordneten oder die Klassensprecher vor der Wahl abgeben, um gewählt zu werden. Und wie du weißt, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Nun hat Tina das Prinzip von demokratischen Wahlen verstanden. Jetzt müssen sich nur noch Schülerinnen und Schüler aus ihrer Klasse für die Wahl aufstellen lassen und die Klassensprecherwahl kann losgehen. Viel Spaß dabei!